Mein Name ist Alexander Krüger. Ich bin seit sehr, sehr vielen Jahren Veranstalter und Kulturaktivist. Wir veranstalten verschiedenste Festivals und betreiben hier in Berlin die Alte Münze, einen Ort, den wir sozusagen aus dem Dornröschenschlaf geweckt hatten. Hier wurden früher Münzen produziert, Reichsmark, D-Mark und Euro. Und jetzt prägen wir hier Kunst und Kultur. Und es ist sehr wichtig, dass Menschen sich hier begegnen können, unterschiedlichster Couleur. Und dass es ein Ort ist für ganz niederschwellige Kunst und sehr, sehr vielfältig. Das heißt, wir haben Ateliers hier, wir haben Studios hier für Musikerinnen. Wir haben ganz unterschiedlichste Ausstellungsformate. Wir haben natürlich auch Partys hier. Hier im Herzen der Stadt Berlin, sozusagen direkt am Molkenmarkt gelegen, am historischen Gründungsort Berlins. Und hier ist natürlich durch die Gentrifizierung sehr, sehr viel Kunst und Kultur verdrängt worden. Hallo, ich bin die Kira und arbeite mittlerweile seit 7 Jahren in der Festivalbranche, bin dort künstlerische Leitung für das Feel- und Artlik-Festival und die Gründerin der Machstadt. Mein Bereich ist vor allem die künstlerische Gestaltung. Darin sind vor allem die Installationen und der ganze kreative Part auf dem Festival integriert, aber auch das Rahmenprogramm, wo wir verschiedenen gesellschaftspolitischen Themen eine Bühne geben wollen, sei es durch NGOs, aber auch durch Performances in Workshops, aber auch Vorträgen und Panel-Talks. Die Clubkultur ist für viele Menschen ein Safe Space, in dem sie sich ausleben können, in dem sie das sein können, was sie sein möchten, in dem sie vollkommen in sich hingeben können. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, weil es vielen Menschen nicht möglich ist, im Alltag die Person zu sein, die sie sein möchten. Clubkultur war immer schon sehr, sehr verbindend und inklusiv, im Gegensatz zu der Gesellschaft, die sehr, sehr oft exklusiv ist. Und diese Inklusivität und dieses Miteinander, das muss man stärken. Ich liebe es, Menschen zu umarmen, ich liebe es, Menschen zusammenzubringen, ich liebe es zu schwitzen, ich liebe es zu tanzen, ich liebe es, Kultur zu schaffen, ich liebe es, wenn Menschen sich begegnen. Und das waren natürlich alles Faktoren, die jetzt in dieser Zeit verboten waren und plötzlich sozusagen nicht mehr an der Tagesordnung. Vor allem für marginalisierte Gruppen bietet dieser Safe Space auch einfach Halt und einfach die Möglichkeit, dort sich auszuleben, und das wurde komplett zerrüttet, weil es denen einfach in dem Moment nicht gab und auch einfach über eine sehr, sehr lange Zeit nicht gab. Das heißt, auch dieser Punkt zu sehen, okay, bald ist es vorbei, bald habe ich das wieder, bald kann ich mich dort einfach wieder wohlfühlen, war einfach lange nicht gegeben. Klar hat man jetzt 2 Jahre Pandemie hinter sich und hat irgendwie versucht, die Zeit auch möglichst optimal zu nutzen. Also wir hatten zum Beispiel ein Format hier bei uns in der Alten Münze, das heißt Corona Culture. Das war ein Ausstellungsformat mit über 120 Künstlerinnen und sehr, sehr vielfältig, großem Rahmenprogramm, unter anderem Lesungen, Talks, Screenings, Theater, Tanz. Also es war wirklich ganz, ganz umfangreich. Natürlich ist die Situation auch in Bezug auf die Crews und das Personal und das Team keine leichte, weil viele Menschen, die in der Nacht- und Clubkultur gearbeitet haben, natürlich jetzt in der Pandemiezeit sich teilweise andere Jobs gesucht haben, was man natürlich auch verstehen kann. Wir haben einen sehr, sehr großen Teil unseres Teams fest angestellt, das heißt über Kurzarbeitermöglichkeiten und verschiedene sozusagen Optionen, die Mitarbeitenden weiter zu beschäftigen, haben wir einen Großteil unseres Teams gehalten und das ist auch gut und wichtig. Aber klar kann ich auch Menschen verstehen, die sich in den letzten 2 Jahren umorientiert haben. Und für viele ist es vielleicht auch gut gewesen tatsächlich. Habe ich auch einige in meinem Bekanntenkreis, wo man sagt, hey, es war vielleicht auch mal gut, wieder ein neues Studium anzufangen, mal aus diesem sozusagen Wochenendleben rauszukommen. Auch da gibt es einige Positivbeispiele. Es gibt natürlich aber auch die Negativbeispiele von denen, die ein Stück weit auch so festgelegt waren auf diese Arbeit, weil es natürlich auch ihr Herzens- und ihr Lebensprojekt ein Stück weit war oder ist, die natürlich in den letzten 2 Jahren emotional auch stark gelitten hatten und haben unter dieser Situation. Awareness ist im Club- und Festival-Kontext unglaublich wichtig, weil dort unglaublich viele verschiedene Menschen aufeinandertreffen und gemeinsam eine schöne Zeit haben wollen. Und es sehr, sehr wichtig ist, dass wir da einen Rahmen schaffen, der für alle sicher ist, in dem sich alle wohlfühlen und wir alle aufeinander Acht geben. Und da aber auch von beiden Seiten, sowohl von den Gästen, aber auch von uns als Veranstaltende, darauf geachtet wird, dass das möglich ist und dass das überall eingehalten werden kann. Ich glaube, vor 20, 30, 40 Jahren sah bestimmt das
das anders aus als jetzt. Ich glaube, wir alle als Gesellschaft haben sehr viel gelernt und können uns da permanent weiterentwickeln. Das heißt, es gibt nicht in dem Sinn die Hoheit, die jetzt alles weiß, sondern wir müssen alle daran arbeiten, uns permanent weiterzuentwickeln und weiterzuschauen, wie können wir es möglichst fair und gerecht für alle machen. Die mentale Gesundheit ist ein Zusammenkommen und ein Miteinander sein ganz, ganz essentiell. Und deshalb ist auch wichtig, gerade in dieser Zeit jetzt wieder mit Clubkultur zu starten. Natürlich unter geregelten Bedingungen mit 2G plus und so weiter, das ist ganz klar. Aber trotzdem ist es wichtig, gerade jetzt auch zusammenzukommen und in die Zukunft zu schauen. Man kann die Krise auch als Chance nutzen. Und ich glaube, das haben wir gemacht. Und das hat auch die Musikkultur bewiesen und die Club-Community, dass man zusammenarbeitet, zusammensteht, gemeinsam einen Strang zieht und gemeinschaftlich an Lösungen arbeitet, um aus der Situation das Beste zu machen. Und das ist das Geile bei elektronischer Musikkultur. Es gibt keine Eintrittsbarriere. Tatsächlich geht es mir auch gerade so, dass mit diesen ganzen Geschehnissen um einen rum und dass man gefühlt von Krise zu Krise hüpft und eher hinterher rennt diesen Krisen und eher Feuer löscht, als wirklich gesamtheitlich das Ganze betrachten zu können, dass ich klar auch manchmal das Gefühl habe, ist das überhaupt richtig und in Ordnung, was ich gerade mache? Und man steht auf und plant Veranstaltungen und ja, hat das überhaupt seine Berechtigung? Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es ganz so wichtig, dass wir das machen. Einmal für die eigene Gesundheit und auch nur dann stabil zu sein und wirklich auch nach außen gehen zu können und helfen zu können. Denn nur wenn wir selber stabil sind, können wir auch stabile Hilfe leisten und können auch andere aktiv unterstützen. Und deshalb kann ich an alle nur noch mal appellieren, seid füreinander da, kümmert euch um die anderen, kümmert euch um eure Freundin, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht. Ruft auch das zweite oder dritte noch mal an, wenn sie sich irgendwie vielleicht nicht gut fühlen und ihr das Gefühl habt, ihr müsstet für sie da sein. Und ich glaube, das wird euch allen auch ein gutes Gefühl geben und wird euch und die Community auf jeden Fall stärken. Mein Wunschtraum ist, dass jede Person anerkennt, dass wir so viel stärker zusammen sein können, wenn wir zusammenhalten und gemeinsam vor allem auch diese globalen Probleme anzugehen, sei es die Klimakrise, sei es die Corona-Krise, dass wir schauen, dass wir all diese Themen gemeinsam angehen und dass wir gemeinsam Lösungen finden, weil wir so viel stärker sein können und viel, viel besser agieren können. Ich träume davon, dass die Utopie, in der wir in der elektronischen Musikkultur leben und die wir leben in der elektronischen Musikkultur, nämlich das Miteinander, egal wo man herkommt, egal welche Religion, egal welche Sexualität, jeder ist vor der Musik gleich. Und so ist es einfach, wir Menschen sind gleich. Und dieses Gemeinschaftsgefühl und dieses Miteinander, das in die Welt außerhalb der elektronischen Musikkultur zu transportieren, davon träume ich. Und ich träume davon, einen Ort auf der Welt oder die Welt als einen Ort zu kreieren, ohne Krieg und ohne diesen Kampf der einiger weniger, die davon profitieren, dass ganz, ganz viele unendlich leiden. Und davon träume ich, dass das vorbei ist und die Welt friedlich miteinander agiert.